Ich grüße Sie alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Freitag um 19:45 gegen den TBV Lemgo. Ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Robert Andersson und unseren Spieler Nikolai Link. Und wie immer geht die erste Frage an Robert. Wie habt ihr die Zeit nach dem Spiel Leipzig genutzt und wie ist die Mannschaft auf das Spiel am Freitag vorbereitet? Ja, ich finde wie immer, auch wenn wir jetzt ein paar Niederlage haben, aber wir haben trotzdem die Zeit gut genutzt. Mit alles finde ich das Training weiterhin gut, auch mental ein bisschen ein paar andere Sachen gemacht, so die Zeit ist gut genutzt. So ich hoffe, dass wir wieder jetzt am Freitag ein bisschen von diesen Sachen auch ein bisschen Erfolg kriegen kann, Erfolgserlebnis wieder, das Spiel gewinnen, das würde uns sehr helfen, finde ich, wieder dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein zu kriegen. Aber wir wissen auch, dass Lemgo, trotz wenn die unten stehen, vielleicht nicht so viele Punkte haben, auch in letzter Zeit auch gute Ergebnisse gemacht haben, finde ich. Haben nur mit 5 Toren gegen Rhein-Neckar, 2 gegen BRC, unentschieden gegen Leipzig und so weiter. So da kommen trotzdem eine Mannschaft, die gute Einzelspieler haben, finde ich. Und für die geht es ja um sehr, sehr viel, dieses Spiel gegen uns. Das geht ja ums Überleben für die, vielleicht ihre letzte Chance. Das heißt, das geht ums Leben und Tod und Überleben in erster Bundesliga. So darauf müssen wir als Erster vorbereitet sein, auf dieses Kampf, was auf uns zukommt und alles andere, das werden wir auch im Spiel mit taktischen Sachen und so weiter. Aber das ist das Allerwichtigste, dass wir wissen, worum es geht. Und darauf vorbereiten wir uns auch diese letzten Tage. Danke, Robert. René, was erwartest du dir von der Mannschaft am Freitag auf dem Platz und was erwartest du dir auch von den Rängen? Ja gut, ich denke, wir wissen, wie wichtig dieses Spiel auch für uns ist, gar keine Frage. Wir sind natürlich von den Punkten her in einer besseren Situation, als es der TBV Lemgo ist, auch ohne Frage. Aber wir haben aufgrund der letzten Spiele natürlich einfach die Situation, dass wir jetzt unbedingt mal wieder ein Erfolgserlebnis brauchen, um unsere Selbstsicherheit wieder da wollen wir natürlich am Freitag jetzt mit einer engagierten und ebenfalls kämpferischen Einstellung und Leistung die Punkte einfach wieder hier in Nürnberg behalten. Robert hat es gesagt, Lemgo wird hier mit dem sogenannten Messer in den Zähnen aufmarschieren. Die werden hier alles geben. Darauf müssen wir wirklich eingestellt sein, dass wir da kämpferisch und von der gesamten Einstellung dagegen halten, weil das Lemgo eine gute Mannschaft hat, das haben sie immer wieder bewiesen. Der Tabellenstand sagt zwar momentan etwas anderes, aber die Ergebnisse zeigen, dass das ein hochgefährlicher Gegner ist und dass wir die auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen dürfen. Ganz im Gegenteil, wir müssen jetzt wirklich zeigen, dass wir unser Leistungsniveau voll abrufen. Und da brauchen wir natürlich jeden Mann, sowohl auf der Platte als auch auf den Zuschauerrängen. Ich denke, wir hatten in der Hinrunde schon die Phase mit mehreren Niederlagen, wo wir aber auch nicht den Kopf verloren haben, wo wir nicht panisch geworden sind, sondern wirklich konzentriert weitergearbeitet haben und uns dann, ich glaube, das war damals das BRC-Spiel, dann wirklich mit einer fokussierten Leistung wieder aus diesem, ich sage jetzt mal, kleinen Loch rausgekämpft haben. Und das hoffe ich, dass wir das am Freitag ebenfalls schaffen. Danke, René. Nico, René hat es angesprochen, diese Geschichte damals mit dem BRC. Wie geht eine Mannschaft intern mit so einer Geschichte jetzt um? Wie habt ihr euch die Woche auch untereinander mit dem Thema beschäftigt? Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, ja, relativ viel für unsere Verhältnisse gesprochen nach den letzten Spielen. Muss es ja immer alles ein bisschen relativieren. Also wir haben jetzt 4 Spiele verloren. Das war sicher auch nicht alles gut, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt 4 Spiele unterirdisch gespielt haben. Wir haben auch letzte Woche beim Tabellensechsten auswärts verloren. Klar, haben wir uns da schon was ausgerechnet und wollten da auch gewinnen, aber ist es jetzt nicht alles so schlecht, wie es vielleicht irgendwie von außen erzählt wird oder wirkt. Deswegen, wir wissen, dass es jetzt ein Spiel ist, wo es eigentlich ein direkter Konkurrent wieder ist, wie es Minden auch zu Hause war, wo wir jetzt ein Spiel da verloren haben, was wir nicht verlieren wollen. Und Lemgo ist für uns ja ein ganz normales Spiel, ist jetzt vielleicht zu wenig gesagt, aber es ist halt ein Spiel, wo es um den Klassenerhalt geht, für uns und für Lemgo. Und wie es Robert gesagt hat, werden die alles geben und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir als Mannschaft mal wieder 60 Minuten uns komplett zerreißen und ähnlich wie dann gegen BRC damals einfach eine konzentrierte Leistung zu Hause abliefern und für uns
geht es darum, da einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Und ich glaube, wenn wir das Spiel am Freitag gewinnen sollten, dann ist es für uns ein Riesenschritt. Und da werden wir alles dran setzen. Unabhängig aber von den letzten Ergebnissen, finde ich, weil das ist einfach ein Spiel zu Hause, das man gewinnen muss, egal wie jetzt die Spiele davor liefen. Danke, Nico. Zeit für Ihre Fragen. Bitte kurzes Handzeichen, dann gibt es das Handmikro. Katharina Tonsch, Nürnberger Nachrichten. Einfach los. Okay. Dann würde ich gleich mal anfangen. Vielleicht der Druck beim Gegner ist immens, das haben wir jetzt gehört. Wie groß ist denn der Druck beim HC Erlangen, also in der Mannschaft, für euch jetzt endlich wieder punkten zu müssen gegen den Gegner, den man ja eigentlich schlagen muss? Also es ist ja eigentlich schön gesagt gegen den Klassenerhalt Gegner, aber eigentlich muss man schon den Anspruch haben, den daheim in der eigenen Arena zu schlagen. Wie groß ist also der Druck für euch dann auch einfach? Ich sehe überhaupt keinen Druck, überhaupt nicht. Also wir vorbereiten uns für ein Spiel. Wie gesagt, von außen her kann man immer sagen, man muss, aber am Freitag geht das Spiel los und da muss man gucken, da müssen wir Leistung bringen, sonst verliert man. Und darauf werden wir alles tun, alles versuchen, was nach einer Stunde dann Ergebnis ist, da müssen wir gucken. Aber wir haben überhaupt keinen Druck in diese, was du meinst, sondern wir haben Druck, dass wir wieder gut spielen wollen, über länger Zeit unsere Fehler wegstecken wollen, dass wir wieder alles abrufen können, was wir können, uns weiterentwickeln. Aber das ist ja dieser Druck, was man jeden Tag hat oder mit umgehen. So, das ist ganz normales Bundesligaspiel. Hannes Ries, Handballwoche. Nico, ein Mannschaftskamerad von dir hat gesagt, da haben wir was gut zu machen. Was bedeutet das also im Blick auf das Vorspiel? Ich kann jetzt nicht sagen, was jeder meiner Mannschaftskameraden mit seinen Aussagen meint. Ich weiß auch nicht, wann er das gesagt hat, aber ja. War da irgendwas Besonderes im Vorspiel? Oder wo ihr euch, ach so, jetzt war ich selber. Irgendwo haben wir was gut zu machen. Okay, ja, genau. Ach so, okay, ja. Dass da etwas gelaufen ja, ist, das war, wo er nicht zufrieden war damit. Was heißt nicht zufrieden? Wir haben das da in Lemgo, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die erste Halbzeit verschlafen, waren da ziemlich hoch hinten, haben uns dann richtig gut zurückgekämpft und am Schluss, glaube ich, unglücklich mit einem Tor verloren, wenn ich mich recht entsinne. Aber ja, ich finde, man muss da ein bisschen weg von diesem Ganzen, wenn wir es gut zu machen oder wir müssen diese Niederlagenserie jetzt brechen oder irgendwas. Es geht einfach darum, dass wir ein Heimspiel gegen jemanden gewinnen, der hinter uns in der Tabelle steht und mit uns um die Liga kämpft, weil nichts anderes ist es ja bei uns. Auch wenn die Saison bis jetzt sehr gut lief, aber unser Ziel war, die Klasse zu halten und da ist es wichtig, die Heimspiele gegen direkte Konkurrenten zu gewinnen. Und ich finde, man muss es einfach komplett abkapseln von irgendwelchen Serien oder irgendwelchen was gut machen. Wir müssen einfach dieses Spiel am Freitag gewinnen. Und ja, wir haben jetzt genug gesprochen. Jetzt sollte man mal wieder irgendwann das auf dem Platz zeigen. Florian Pöhlmann, Nürnberger Zeitung. Frage an den Trainer. Lemgo kommt mit ein paar Niederlagen im Gepäck. Ihr habt jetzt zuletzt auch nicht mal alles gewonnen. Was wird da wichtig sein in so einem Spiel? Also wer zuerst seine Verunsicherung ablegt, geht vielleicht Richtung Sieg? Einen guten Start hilft ja, ist ja immer gut, auf jeden Fall. Aber die letzten Spiele, das war so Kleinigkeiten. Wir müssen Chancenverwertung muss wieder gut sein. 7 Meter müssen rein. Paar individuelle technische Fehler, die müssen weg, dass die nicht bestraft werden. So diese kleine Kleinigkeiten in gewisse Phasen müssen wir einfach ein bisschen besser machen. Weil insgesamt, wenn man Abwehr, Angriff und so sieht, dann ist es gut. So diese kleine individuelle oder mancher Fehler müssen wir ein kleines bisschen besser machen und dann kriegen wir auch selber ein bisschen einfache Tore. Das haben wir die letzten Spiele nicht gehabt, sondern wir müssen jedes Angriff 6 gegen 6 und kämpfen, aber wir machen das gut. So kleine Details müssen wir präziser machen und ein bisschen besser machen.